Haben Sie gewusst, dass es 380 bis 430 Arten von Geranien gibt und dass sie seit dem 16. Jahrhundert kultiviert werden? Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur Green Lounge. Ja, bis jetzt haben Geranien eigentlich immer auf den Balkon gehört, aber das soll sich ab jetzt ändern. Solarkraftwerke sollen nämlich auf den Balkon den Platz von Geranien einnehmen. Wir reden heute über das Projekt AD Geranium. Und zwar ist heute der Initiator von der Energiegenossenschaft Schweiz bei mir zu Gast. Das ist der Amadeus Witwer. Herzlich willkommen. Was ist das Projekt AD Geranium? Also AD Geranium ist ein Produkt von der Energiegenossenschaft Schweiz. Und wir haben bewusst den Namen gewählt, weil eine gewisse Provokation dahinter steht. Also wir wollen nicht Geranien wegverbannen von unseren schönen Balkon. Die haben auch einen guten Zweck. Die lassen zum Beispiel Fliegen nicht rein. Wir wollen mehr. Wir müssen einen Bruch eingehen mit gewissen Traditionen. Und jetzt im Zeitalter, wo wir sind, mit Energiewende und so weiter. Und das ist eigentlich AD Geranium. Also es gibt jenste Installationen bis jetzt und es gibt Fotos auf unserer Website und da sieht man, es gibt auch eine Koexistenz von Solarpanel und Geranien. Also es ist beides möglich. Wie kann man sich jetzt das vorstellen? Wie sieht so ein Panel aus oder wie wird denn der Strom in die Wohnung oder ins Haus eingespeisen? Also eingespeisen, man muss sich das vielleicht ein bisschen gross vorstellen. Irgendwo gibt es ein AKW oder ein Solarkraftwerk oder ein Windkraftwerk. Und auf der anderen Seite gibt es immer irgendjemanden, der den Strom verbraucht. Das ist immer gleichzeitig. Also das hält sich so die Waage. Und jetzt ist das so das grosse Picture und jetzt sieht man das noch im kleinen Stil, schaut man das einfach bei sich in der Wohnung innen an. Dort hat man auch den Stromkreis und dann kann man eben auf dem Balkon tut man da das Mini Geranium her. Das ist jetzt die Originalgröße. Das ist natürlich nicht die Originalgröße. Das wäre viel zu wenig Leistung. Die Originalgröße wäre etwa 1,60 auf 1 Meter. Also ich könnte mich gut dahinter verstecken. Okay. Und das hängt man einfach am Balkon her und steckt das bei sich irgendwo in einer Steckdose ein. Und nachher tut eigentlich das produzieren, wird erneuerbarer Strom produziert, wenn die Sonne scheint. Und auf der anderen Seite läuft zum Beispiel der Kühlschrank und dann würde eigentlich der Kühlschrank den Strom gerade verbrauchen. Also der Strom geht immer den geringsten Weg vom Widerstand. Wie viel Strom könnte ich jetzt mit so einem Solarpanel einsparen? Also wenn man davon ausgeht, dass in der Schweiz etwa 1500 Kilowattstunden pro Jahr pro Person verbraucht wird, kann man mit dem Geranium etwa den 10. Teil decken. Also sind 170 Kilowattstunden, wenn man es gegen Süden gerichtet, 90 Grad vorne am Balkon herhängt. Es gibt auch einen entsprechenden Wirtschaftlichkeitsreport dazu bei uns auf der Webseite. Das sind jetzt gerade die Idealbedingungen, die Sie erwähnt haben. Wie ist es denn aber, wenn ich jetzt in einem Nebelloch wohne? Oder im Winter? Genau, da gibt es sicher gewisse Einbußen. Aber der Witz am AD Geranium ist nicht jetzt die hohe Leistung, die man hier produziert. Oder der Witz ist mehr, dass man ein Gefühl bekommt für Energie. Also idealerweise hat man einen Strommeter zwischen dem Stecker und der Steckdose. Und dort kann man eigentlich jederzeit dann ablesen, was passiert. Und so kommt man automatisch das Gefühl über, wo ist die Sonne. Eben haben wir heute Nebel, gibt es ein bisschen weniger. Und das ist eigentlich halt so wie ein Spiel, ein kleines Game. Ja. Sie haben das Beispiel mit dem Eiskasten vorher gebracht. Wie lange läuft jetzt der mit so einem Solarpanel? Wie lange wird das laufen? Genau, das gehört auch zum Spiel, dass man das eigentlich herausfindet. Man findet heraus, was braucht man eigentlich? Oder wo sind die grossen Verbraucher? Ist es der Eiskasten? Ist es mein iPod? Ist es irgendwie der Fernseher? Oder was braucht eigentlich der Strom? Und die Zahlenbiegerei, ich glaube, ich kann jetzt hier kein Beispiel machen. Ich glaube, das muss man selber erfahren. Mhm. Und das ist eigentlich die Challenge. Haben Sie einen Erfahrungswert oder reicht das, um einen Film zu schauen oder um meine Haare zu föhnen? Was reicht das? Es gibt verschiedene Kühlschränke und verschiedene Klassen, Energiestufen. Aber man kann etwa sagen, 200 Watt braucht ein Kühlschrank. Und wenn die Sonne wirklich voll aufs Panel brennt,
dann kann man 230 Watt machen. Mhm. Also das wäre sozusagen ein bisschen mehr, als der Kühlschrank braucht, wenn wirklich die Sonne voll drauf scheint. Also doch genügend. Brauche ich jetzt für das eine Baubewilligung? In letzter Instanz hat immer gemeint das letzte Wort. Und es ist sicher sinnvoll, wenn man unsicher ist, dass man gemeint fragt, ob das eine Baubewilligung braucht oder nicht. Baubewilligung ist nicht eine riesige Hürde, also es braucht meistens eine, aber im vereinfachten Verfahren ist das nicht sehr aufwendig, aber wir würden auch Unterstützung bieten, falls es Schwierigkeiten gibt. Und man darf hier sicher auch guten Mut ein bisschen voran und mal ausprobieren. Oder? Was ist Echo? Also wir haben auch Leute, die das als Leihgabe bekommen haben, weil sie eben unsicher sind, um mal die Situation ein bisschen abzuchecken, was passiert da in meinem Umfeld. Wenn ich jetzt kein Haus habe, sondern nur eine Wohnung ohne Balkon, kann ich dann trotzdem so ein Solarpanel installieren oder geht das denn nicht? Es gibt solche, die es auch vor das Küchenfenster gehängt haben. Mhm. Mit ein bisschen Eigenleistung und handwerklichem Geschick kann man viel machen. Wir raten jetzt davon ab, zum ein Panel aufs Dach aufzuschrauben, weil das ist ein bisschen zu viel des Guten. Dort muss man auch entsprechend schauen, wie es in die Windverhältnisse sind. Es wäre ein bisschen schade, wenn es das einfach runterläuftet. Wir haben ein anderes Produkt, das heisst Crowd-PV. Dort kann man so ein Geranium kaufen, das dann auf einem idealen Dach liegt. Und dort kommt man eine iPhone-Applikation über und sieht jederzeit das Nummer 27, das wäre ihr Panel, so und so viel Strom produziert. Und über 25 Jahre kommen sie den Ertrag von dem Strom ausgezahlt über. Das wäre sozusagen eine Alternative. Mhm. Was kostet denn so ein Panel? 750 Franken. Manchmal gibt es noch Aktionen. Wird man da noch unterstützt von der Gemeinde oder vom Staat? Wie ist das? Es gibt das KEF, das die kostendeckende Einspeisevergütung, wo erneuerbare Energie subventioniert wird. Also jeder, der Strom verbraucht, zahlt einen kleinen Beitrag in den Topf hinein. Und von diesem Topf wird erneuerbare Energie gefördert. Theoretisch wäre es möglich, zum Beispiel die Geranium oder eine kleinere Installation dort anmelden, aber es macht einfach nicht so viel Freude, außer man ist sehr begabt in Bürokratie oder Administration, dann ist es vielleicht noch eine Challenge. Aber wir raten ihr davon ab. Ein langer Weg, bis man da etwas bekommt. Wie viele Solarpanels gibt es bereits? Wie viele hängen schon in der Schweiz? Also wir machen das seit dem Mai, kann man das bei uns kaufen und es sind jetzt rund 100 Installationen. Und eben, wir haben da verschiedenste Impressionen, die man auf der Webseite sieht, wie das so wirken kann. Was ist euer Ziel? Wir haben keine Zahl als Ziel. Wir haben, die Energiegenossenschaft Schweiz hat drei Perlen, die Sinn und Zweck symbolisieren. Wir wollen erneuerbare Energie fördern. Wir wollen massvollen Konsum zelebrieren, Energiekonsum und solidarische Ökonomie leben. Und, also AD Geranium ist ein Element drin, das sicher mal die zwei ersten Punkte abdeckt. Ja. Also einerseits wollen Sie mit den Panels Energie sparen, aber um die Panels überhaupt zu erstellen, braucht es auch Energie. Wisst sich das nicht? Also in drei Jahren ungefähr ist das die graue Energie von dem Panel amortisiert, wenn man es schön in die Sonne gestellt hat. Im Anbetracht, dass es 20 bis 30 Jahre hat, also ist das nichts. Also gut, danke schön vielmals für Ihre Informationen, Herr Witzwer. Wenn auch Sie jetzt so einen Solarkraftwerk auf Ihrem Balkon wollen, dann gehen Sie doch auf die Seite von energiegenossenschaft.ch. Dort gibt es alle Informationen rund um das Solarpanel. Wir sehen uns im März wieder, dann natürlich wieder mit einem spannenden Gast. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit, auf Wiedersehen.